Jetzt gehen wir ins Wasser. Nicht dorthin, wo im türkis-kristallklaren bunte Fische ihre Bahn ziehen, sondern in die heimischen Seen, in denen es schon mal trübe sein kann. Dies aber kein Grund für Trübsal sein muss. Wie man bei einem Tauchgang in den Gewässern um die Ecke die regionale Unterwasserwelt kennenlernt, inklusive eines Crashkurses über das Umweltverhalten des Menschen, das haben Luis Schöneshöfer und Fabian Siegel ergründet, mittendrin in einem See in Ettenheim in Baden-Württemberg, beim Tauchen nach Metern und nach Müll. Eintauchen in eine andere Welt. Wenn Hanna lange im Wasser ist, will sie genau das. Eins werden mit dem See und seinen Bewohnern. Man sieht hier richtig viele Barsche und die sind riesig. Und die sind richtig neugierig, weil die spielen da ein bisschen mit einem. Also ich habe auch das Gefühl, je öfter ich in den See gehe, desto mehr gehöre ich dazu. Im Apostelsee im badischen Ettenheim dreht sich 10 Tage lang alles um das Ökosystem unter Wasser. 10 junge Erwachsene aus ganz Deutschland nehmen am Camp des Vereins Unterwasserwelten teil. 300 € zahlen sie dafür. Hanna Lange studiert Mathematik und Sport auf Lehramt. Hier sind aber auch Theaterwissenschaftler, Biologen und Anthropologen. Alle verbindet die Liebe zur Natur. Das Unterwasserweltencamp geht hauptsächlich darum, junge Menschen zwischen 18 und 29 zusammenzubringen, denen zum einen das Gewässer näher zu bringen, dadurch, dass wir mit denen einen Tauchschein machen. Außer ums Tauchen geht es auch ums Fotografieren. Das Ziel ist, der ganzen Welt zeigen, wie schön die Gewässer sind. Aber auch, wie zerbrechlich. Immer wieder begegnet den Teilnehmenden hier unten Müll. Genau wie am Ufer. Deshalb gehört auch dieses Ritual zum Camp: Müll sammeln. Hier liegt ganz viel Glas, vielleicht stellen wir das irgendwo zusammen. Müll gibt es viel rund um den See. Hanna Lange würde sich mehr Unterstützung von anderen wünschen. Mich stören oft die Blicke, weil dann denken sie sich so, Gott, das arme Mädchen, das sammelt Müll. Und ich bin so, ich bin voll cool, ich sammel Müll. Und mir macht es Spaß. Also für mich ist es ein Erfolgserlebnis, wenn ich dann die Tüte erwischt habe aus dem Dornengebüsch, trotz kleiner Kratzer. Also mir macht es wirklich Spaß. Eine Schuhsohle, lecker. Doch der Grat zwischen Motivation und Frustration kann schmal sein. Denn kaum ist der alte Müll weg, ist oft kurze Zeit später schon wieder neuer da. Ich finde, solche Aktionen fühlen sich manchmal so an, als würden sie irgendwie nichts bringen, weil man sich denkt, okay, jetzt kommt irgendwie in 2 Wochen wieder jemand und schmeißt wieder irgendwie wie jemand seinen Müll hin. Aber ich finde es trotzdem cool, das zu machen, weil ja, sonst vermüllen wir komplett und keiner kümmert sich. Auch unter Wasser schon wieder Müll. Die Teilnehmenden sammeln ihn ein. Erst danach konzentrieren sich Hanna Lange und die anderen wieder auf den Sport. Sie lernen im Camp Apnoe tauchen, also tauchen ohne Atemgeräte. Hanna traut sich heute zum ersten Mal bis zum Grund. Der Tauchschein ist das Ziel. Da muss man. Wie viele Meter muss man für den Tauchschein machen? 8 Meter, okay, die hätte ich heute drin. Viel wichtiger sind aber ohnehin die Eindrücke, die bleiben. Im Kopf und auf der Kamera. Was mich am meisten überrascht hat, sind tatsächlich die Vielschichtigkeit der Landschaften. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt die Baumstämme hier nimmt, das schafft eine unglaubliche Komplexität unter Wasser und einfach eine Vielfalt an Lebensräumen. Die Fotos und Videos, die hier entstehen, stellt die Gruppe ins Internet, damit alle diese Vielfalt sehen können. Hanna Lange hat auch heute wieder diesen einen Moment erlebt, den sie so liebt. Wenn man ganz lange, ganz ruhig bleibt und wirklich eins mit dem Wasser wird, dann sieht man echt, als wäre man, würde man dazugehören. Eigentlich alle Lebewesen, die da dann vor sich hin leben. Die jungen Taucherinnen und Taucher in Ettenheim wollen diese Unterwasserwelt auch für nachfolgende Generationen erhalten. Sie hoffen, in diesem Camp ein bisschen dazu beigetragen zu haben.